zum dritten Mal bei uns in Landshut mit der Abfahrt. Und wir haben uns in der Zwischenzeit schon das Ganze sehr lieb gewonnen. Wir freuen uns auch als Stadt darauf, weil wir dann zu einem kleinen Teil dazu beitragen können, dass auch andere Menschen, denen es halt nicht so gut geht wie bei uns, ein Großteil eben auch unterstützen können. Und das sind lauter so Fahrer, die sich hier zum Großteil, meine ich, tatsächlich ehrenamtlich einbringen. Und das sollte man auch einmal erwähnen dürfen. Da würde ich doch sagen, einen Riesenapplaus. Zahlen und Fakten, Herr Hauptmann. Wie viele Päckchen wurden denn gesammelt? Es sind rund 40.000 Pakete dieses Jahr. Und diese 40.000 Pakete werden von 34 Trucks nach Osteuropa transportiert. Kurzer Rückblick. Vor 19 Jahren haben Sie begonnen. War das damals schon genauso groß wie jetzt? Das war eine ganz kleine Aktion eigentlich. Wir haben, ich weiß nicht, mit weniger als 10 Trucks damals angefangen. Und es ist über die Laufe der letzten 19 Jahre zu dem geworden, was es heute ist. Einfach mit einer der größten Aktionen, die Johanniter in Bayern machen, aber auch die Johanniter bundesweit machen. Und ich glaube, in der Art ist es auch mit einer der größten Aktionen in Bayern überhaupt, über alle Organisationen hinweg. Die Weihnachtstrucker, die bringen die Hilfe dorthin, wo sie gebraucht wird. Wo genau sind denn die Ziele? Der größte Teil der LKWs fährt nach Rumänien. Es sind insgesamt 3 Konvois nach Rumänien unterwegs, 1 Konvoi nach Albanien und einer nach Bosnien. Nehmen wir doch gleich mal den Partner, der hilft denn mit bei Ihnen? Also dieses Jahr hilft mit die Firma Lidl, herzlichen Dank. Es hilft mit ATU, auch nicht zu übersehen. Herzlichen Dank. Und wer seit vielen, vielen Jahren dabei ist und uns auch das ermöglicht, dass wir hier oben stehen, das ist das Technische Hilfswerk des THW Bayern. Herzlichen Dank auch an die Blauen Engel. Das sind Zigeuner, hast du schon gehört? Der Vorzimmer und die Zigeuner. Ja, ja. Hallo, wir sind, seid ihr in einem Dorf, oder? Nu spui nimic! Nu spui nimic! Nu spui nimic! Ich bin seit 1972 lebe ich in Deutschland. Ja. Und seitdem ich meinen Mann kennengelernt habe, dann machen wir diese Aktion, wir sind da fast 20 Jahre, und kommen mit der Hilfsgüte nach Rumänien. Wie oft macht ihr das? Letzte Jahre dann nur Weihnachtstruck. Also diese Anfang waren wir 2-4 Mal im Jahr, Anfang nach der Revolution. Und wo genau fahren wir jetzt hin? Das geht. Jonest, Petrecht. Und die Familien, zu denen wir fahren, warum kommen die Pakete da an die richtige Stelle? Die Familien sind sehr arm, Sozialfälle, krank, keine Rente, keine Einkommen. Kinderreiche Familien, ältere Menschen, krank. Okay. Damit können wir, glaube ich, sicher sein, dass unsere Pakete an die richtige Stelle kommen. Ja, danke. Ich danke euch herzlich, dass
mit uns oder begleitet uns oder dass diese Pakete hier gebracht habt. Sehr, sehr gerne. Dafür sind wir da. Okay. Er hat 5 Kinder. 3 Pakete. Im Sommer wohnt hier in dieses Haus und dann Winter mit mehreren Familien dort. Danke schön. Kein Problem. Das war's. Ah, das voll aus. Das voll. Ja, nur kurzer. Aber du hast was. Ja. Was hat sie denn? Ce ai găsit acolo, Natalia? Ceapăriți! Și ce mai am? Ceapăriți! Blond, yes! Die Kumpel geht ganz für uns raus. Ja. Er hat uns was vorbereitet, einen Kaffee trinken möchte bei ihm zu Hause. Mein Vater. Ja, ist kein Problem. Also alle möchte gerne, dass er. Das gehört dazu, Religion, muss man. Er hat ja gesagt, Pakete kann man hier nicht lagern, ja. Weil der ganze Dorf erfährt und dann seine Kirche ist heilige. Und wenn der kaputt geht, das ist eine alte Kirche. Ja, es hat eine historische. Ja. Eine historische Kirche. Und sobald wir sie hören, dass Pakete gelagert sind, die kennen keine Grenzen. Nein, das muss man schon respektieren. Help me please. In deutscher Sprache, help me. Hilf mir. Oh, danke schön, Herr Max. Help from Deutschland. All time. Am Lucky als jahrelangen Trucker, Begleiter, Rumänien-Kenner. Ich glaube, er hat es verdient. Er ist auch sonst ein christlicher Mensch. Für Maria Virgin Protektor. Ich gehe alle Jahre nach heute ja. Und jetzt habe ich das Haus. Brauche ich nicht mehr nach heute zu bieten. Dankeschön. Dankeschön. Max, Mensch, möchte ich nicht sagen. Na, ehrlich, habe ich viel Freude damit. Okay. Danke. Ich habe mir geschworen, euch 1972 habe ich gesagt, ich möchte gerne wieder zurück, wenn möglich ist, Kindern und armen Menschen zu helfen und zu schenken, was möglich ist. Ihr habt möglich gemacht. Ich danke euch. Dankeschön. Dankeschön. Und mit deiner Hilfe, da kommt die Hilfe hin, dort, wo der hingehört. Wenn ich in die Kirche gehe, dann ich danke, lieber Gott. Danke. Ich danke, dass ihr da seid und ich danke, dass ihr auch gesund und nichts passiert. So viele Jahre.
Und ich wünsche euch auch wieder zurück eine gute Reise und dass die Familie, eure Familie, Gesundheit und alles Gute. Ridica voi ochii mei spre ceruri, de unde va veni ajutorul meu. Family and Deutschland. Danke schön für alles.